Heute kam in FIFA eine unserer Meinung nach echt coole SBC raus, nämlich eine Showdown-SBC zum Spiel um Platz 3 der WM. Hier spielt Kroatien gegen Marokko und zwar schon nächsten Samstag um 16 Uhr. Nochmal kurz zur Erklärung, wenn Kroatien dieses Spiel gewinnt, bekommt Orsic auf die Karte ein +2 Upgrade, wenn Marokko gewinnt, bekommt Aguert das Upgrade. Für beide SBCs hast du noch bis kurz vor dem Spiel Zeit. Wer ist hier Favorit in dem Spiel? An sich ist die Partie sehr ausgeglichen, vielleicht hat Kroatien ein bisschen die Nase vorn, Marokko ist aber vielleicht noch ein Ticken motivierter, also wer hier gewinnt, ist schwer zu sagen. Schauen wir uns als erstes Orsic an, der ist ja schon aus älteren FIFA-Teilen bekannt. Der spielt eben für Kroatien in der kroatischen Liga für Zagreb. Ganz cool ist, dass er linker Flügel, LM und sogar Stürmer spielen kann. Das ist echt nice. Dazu hat er 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weak Foot und die Arbeitsraten hoch. Das Starke ist bei Orsic schon immer, dass er ziemlich schnell und eben noch beweglich ist. Auch der Balance-Set ist echt top. Dazu kann er aber auch noch echt gut schießen und auch die Pass-Sets sehen nicht verkehrt aus. Dazu kommt eine überragende Ausdauer mit 90. An sich sind das wirklich Top-Stats für einen Offensiven. Dazu ist Orsic einfach nur geboren für einen Marksman, so sehen die Werte wirklich richtig stark aus. Ein wichtiges Thema und das größte Problem an der Karte ist natürlich die Linkbarkeit. Von der Liga gibt es eigentlich keine gute Karte, außer man spielt hier halt einfach einen normalen Goldkeeper vom gleichen Verein. Das wäre dann ein Perfect Link und so wäre Orsic schon fast auf der vollen Chemie. Zum Beispiel mit dem Manager einfach. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Karten von Kroatien wie Modric, Perisic, Brozovic, Kovacic, einen Dynamic Duo SPC, also hier gibt es echt eine kleine Auswahl. Abgeben musst du hier nur ein 83er Team mit dem Inform, das kostet umgerechnet 20.000, also echt nicht viel. Ein anderer kroatischer LM ist Vlasic, wie gesagt als Dynamic Duo SPC, der kostet allerdings ein bisschen mehr mit 34.000, ist eben auch eine coole kroatische Karte. Und noch ein komplett anderer linker Flügel ist Damsgaard Phenoms, der sieht echt stark aus für den Preis von nur 12.000. Allerdings ist der beim Schuss schwächer. Bevor wir zur nächsten Karte kommen, kannst du uns gerne mit einem Like und einem Abo unterstützen, das würde uns sehr freuen. Der zweite Spieler ist Nayef Aguert und an der Stelle direkt mal sorry, falls ich ihn falsch ausspreche, korrigiere uns gerne in den Kommentaren, wenn du es besser weißt. Der spielt für West Ham United in der Premier League und kommt dazu aus Marokko. Mit 1,88 Meter hat er eine gute Größe und auch die Arbeitsraten mit Mittel sind in Ordnung. 82 Tempo sind eigentlich relativ gut, leider ist der Antritt hier nicht ganz so gut, dafür ist die Sprintgeschwindigkeit ziemlich stark. Mit 84 beim kurzen Pass ist er auch noch ganz gut aufgestellt, die Dribbling-Sets sind in Ordnung, dafür kann Aguert richtig gut verteidigen, 87 ist hier ein starker Wert und auch die Physis ist top. Um genau das zu verbessern, würden wir dann noch mit dem Anker gehen, so sehen die Stats wirklich stark aus. Kommen wir auch hier zu den Linkmöglichkeiten. Eine echt interessante Nation in FIFA ist gerade Marokko, hier kamen zuletzt einige starke Karten raus, aber vor allem Boufal, der für den Preis richtig nice ist. Von West Ham gibt es aber mit Kehrer und Paqueta auch noch zwei Optionen und ansonsten ist die Premier League ja eh immer saustark. Hier musst du ein bisschen mehr abgeben, nämlich ein 84er Team, kostet aber auch umgerechnet nur 25.000. Schauen wir uns auch hier Alternativen an. Spannend ist hier, dass zuletzt schon ein guter marokkanischer IV rauskam mit El Yamik als Dynamic Duo SBC. Der ist allerdings ein bisschen teurer, dafür ist er auch schneller, aber bei der Defense nicht so stark. Aguert hat hier echt einen starken Preis, muss man sagen. Dann gibt es vom gleichen Verein wie gesagt noch Kehrer als Phenoms-Karte, die kostet nur 20.000, der Preis ist hier für uns ehrlich gesagt unerklärbar, die Karte sieht nämlich richtig gut aus. Also, sollte man die SBCs eher machen oder lassen? Wie ich bereits am Anfang erwähnt habe, finden wir, dass das eine richtig coole Showdown-SBC ist. Orsic war in den letzten Jahren ja auch schon immer OP, er hat eine coole Karte, wahrscheinlich kann man ihn nur als Sub spielen, aber theoretisch könntest du ihn auch einbauen. Die Karte ist echt saugünstig und ganz ehrlich, wenn Kroatien weiterkommt, sieht die Karte echt richtig gut aus. Dazu hätte er auch noch ein 88er Gesamtrating. Dann könnte er vielleicht sogar ein bisschen verteidigen und man könnte ihn theoretisch als Achter spielen. Wie gesagt, schafft die Karte es wahrscheinlich nicht dauerhaft in ein Main-Team, aber man kann die SBC auf jeden Fall mitnehmen. Aguert finden wir für den Preis als ein Premier League IV auch echt stark. Es gibt zwar vom Verein und von der Nation eine Alternative, trotzdem ist Aguert hier richtig günstig. Also wenn du ein bisschen SBC-Futter übrig hast, kannst du eigentlich beide SBCs locker mitnehmen. Dann erwischst du ja auf jeden Fall ein Upgrade. Was ist deine Meinung? Nimmst du beide SBCs mit oder nur eine? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.